Guten Tag, in diesem Video vergleiche ich das Fettendach mit einem Sparrendach. Wir beginnen mit dem Fettendach. Ich baue das hier mal auf. Wir haben hier unten unsere Basis sozusagen, wo das Dach draufsteht. Ich habe eine Balkenlage konstruiert. Die Fetten kommen direkt auf die Balkenlage und in der Mitte wird eine Fette von einem Pfosten gehalten. Die Sparren können dann einzeln aufgelegt werden und so sieht unser Dachsystem aus. Ich belaste das jetzt von oben und da sieht man, dass das System belastbar ist. Wenn ich einen Sparren aus einer Seite rausnehme, dann bleibt das System im Wesentlichen belastbar. Und wenn ich jetzt den Sparren wieder einbaue und den Pfosten in der Mitte rausnehmen, dann erwarten wir eigentlich, dass das System nicht mehr so belastbar bleibt. Das probieren wir gleich mal aus, was da genau passiert. Zunächst einmal drücken sich gleich die beiden Sparren gegeneinander. Das heißt, erstmal, wenn man langsam Druck aufbaut, passiert da nicht wirklich viel. Jetzt schlage ich gleich nochmal mit dem Hammer oben drauf, damit wir sehen, was da genau passiert. Bei der Belastung von oben mit einer etwas größeren Last sieht man dann gleich, dass die Konstruktion versagt, und zwar indem an dieser Stelle die Konstruktion nach außen weggeschoben wird. Dieses nach außen wegschieben ist ein Indiz dafür, dass wir eine Kraft haben, die irgendwie nach außen drückt. Die hatten wir vorher nicht. Vorher war der Pfosten in der Mitte, da drückten die ganzen Kräfte genau nach unten. Jetzt drückt er eine Kraft zur Seite raus. Um das nochmal zu verdeutlichen, spanne ich jetzt ein Seil zwischen den beiden Fußpunkten. Und dieses Seil sollte eigentlich dafür sorgen, dass die Sparren nicht nach außen weg können. Das heißt, das sollte diese Last aufnehmen. Und hier wird ganz deutlich, wenn ich viel Last aufbringe, passiert an den Fußpunkten nichts mehr. Das heißt, sobald hier ein Seil die Zugkraft aufnehmen kann, die zur Seite auftaucht, funktioniert die Konstruktion wieder. Das Seil wird dafür tatsächlich gebraucht und wir werden beim Sparrendach sehen, dass dann der Balken als Element, was die Zugkraft aufnimmt, benutzt wird. Einfach die Sparren besser mit den Fetten zu verschrauben und die Fetten mit der Balkenlage zu verschrauben, das funktioniert nicht. Dafür sind die Kräfte, die dann auftreten, zu groß. Das würde rausdrehen. Wir brauchen also eine neue Konstruktion. Das hier ist jetzt der Beginn eines Sparrendaches. Ich habe oben das Ganze überblattet, um die Sparren fest miteinander zu verbinden. Und wenn unten die Fußpunkte noch nicht richtig ausgebildet sind, dann tritt genau die gleiche Kraft auf. Das heißt, es wird nach außen weggedrückt. Und jetzt ist die Balkenlage mit einem winkelhalbierenden Versatz hier und das hindert die Hölzer davon, zur Seite weggeschoben zu werden. Also hier ein sehr, sehr stabiles Dreieck. Allerdings nur wenn der Punkt am Fußpunkt auch so ausgebildet ist, dass er den Belastung standhalten kann. Das heißt, da braucht man dieses Vorholz und deswegen kommen auch die Aufschieblinge auf die alten Sparrendächer drauf, damit man über dieses Vorholz wegkommt und die Regenrinne außen festmachen kann. Das ist also im Prinzip die einfachste Form eines Sparrendachs. Man kann natürlich das Sparrendach auch mit modernen Fußpunkten ausstatten sozusagen. Das
funktioniert sowohl mit einer Betondecke, wenn man hier eine Decke aus Stahlbeton hat, dann würde beim Fetten nachher einfach die Fußfette oder Schwelle draufgelegt werden. Und beim Sparrendach braucht man da aber eine Konstruktion, die die horizontalen Kräfte, diese Kräfte, die nach außen wirken, aufnehmen kann. Und diese Konstruktion wird aus Stahlbeton hergestellt und kann dann, wenn sie entsprechend bewährt ist, das aufnehmen. Das Einschalen von so einer Konstruktion ist natürlich ein bisschen komplizierter. Aber so kann man halt ein Sparrendach auf eine Stahlbetondecke legen. Hier läuft der Sparren drüber und dann wird es mit solchen Knaggen auf die Schwelle draufgestellt. Die sind meistens noch ein kleines bisschen eingelassen und werden dann natürlich kraftschlüssig mit dem Sparren verbunden. Das wäre eine Möglichkeit, wenn man rein im Holzbau bleibt und keine winkelhalbierenden Versätze oder Fersenversätze oder so konstruieren möchte oder keinen Dachknick haben will. Das wird dann auch gleich wegfallen. Dann gibt es Metallformteile, die schon so ein Dreieck drauf haben und die dann auf der Balkenlage festgenagelt werden und entsprechend dann den ausgearbeiteten Sparren hier aufnehmen können. Das wäre eine zweite moderne Art, ein Sparrendach zu bauen. Wichtig ist halt, dass der Fußpunkt die Kräfte aufnimmt, die nach außen laufen, die vom Dach kommen und nach außen laufen. Das ist anders als beim Fettendach. Beim Fettendach hatte ich ja einen Sparren rausgenommen und der Vollständigkeit halber nehme ich hier beim Sparrendach auch nochmal einen Sparren raus und gucke, ob die Konstruktion so funktioniert. Und wie erwartet funktioniert die Konstruktion so natürlich nicht, sondern sie wird sofort versagen. Vergleichen wir jetzt mal das Fettendach und das Sparrendach. Das, was ich jetzt rot einzeichne, ist das statische System. Wir haben beim Fettendach die Hälfte vom Dach, die schon funktioniert, und von unten kommen die Auflagekräfte. Das heißt, wir haben keine Kräfte, die zur Seite rausdrücken. Wir brauchen nur ganz leichte Verbindungen, um das Dach in der Position zu halten. Hier beim Sparrendach haben wir dagegen ein statisches System, was das gesamte Dreieck betrifft, und wir haben die Kräfte, die nach außen wirken, deswegen haben wir hier den winkelhalbierenden Versatz oder halt ein entsprechendes Formteil, was die Kräfte aufnehmen kann. Und gucken wir mal auf die praktischen Unterschiede. Das Fettendach hat einen Pfosten in der Mitte stehen oder eine große Fürstfette, die auf den Wänden liegt. Auf jeden Fall ist die Gestaltung des Dachraums nicht ganz frei. Beim Sparrendach hingegen hat man einen komplett freien Dachraum und auch die darunterliegenden Geschosse sind nicht mehr von der Statik des Daches abhängig. Dadurch, dass beim fetten Dach hier ein einzelner Sparren rausgenommen werden kann und das statische System immer noch funktioniert, kann man hier leichter Wechsel oder Gauben einbauen. Man muss sich tatsächlich immer nur Gedanken um die eine Dachfläche machen und nicht um das ganze Dach. Beim Sparrendach sind Wechsel schwer oder gar nicht möglich, wobei das gar nicht immer relativ zu sehen ist. Wenn man einen größeren Aufwand nicht scheut, dann kann man auch in ein Sparrendach Gauben reinbauen. Beim fetten Dach hat man quasi beliebige Spannweiten. Zwar sind die Abstände der Fetten begrenzt, aber man kann natürlich dazwischen noch weitere Fetten einbauen und hat dann eine größere Spannweite. Beim Sparrendach sind die Spannweiten doch begrenzt. Ab einer gewissen Breite wird das Sparrendach einfach nicht mehr wirtschaftlich, weil man zu große Hölzer bräuchte.
Ja, das Fettendach hat einen sehr einfachen Fußpunkt. Es liegt einfach eine Fette da und die Sparren können darauf festgenagelt werden. Beim Sparrendach muss der Fußpunkt neben der Vertikalkräfte auch Horizontalkräfte aufnehmen und ist deswegen schwieriger auszuführen und mit da muss man sich mehr Gedanken drum machen. Ein Drempel ist beim Fettendach ohne weiteres möglich. Man kann einen ganz normalen Holzdrempel stellen oder einen gemauerten Drempel. Beim Sparrendach ist der nicht so einfach möglich. Da muss man schon einen Stahlbetondrempel haben oder einen Ringbalken oben drauf haben, damit die horizontalen Kräfte tatsächlich auch aufgenommen werden können. Ein Fettendach ist für alle Dachreihen geeignet und ein Sparrendach ist nicht für flache Dächer geeignet, weil dann die Kräfte, die Horizontalkräfte noch viel größer werden. Ich bedanke mich fürs Zusehen.